Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute macht cool, und zwar machen wir heute so einen ganzen Lammrücken, so was hier, über offenem Feuer. Total lecker, und wie man macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ob man das über offenem Feuer oder beim Gasgrill macht, ist egal. Die Herangehensweise ist immer dieselbe. Wir brauchen ein bisschen Salz. Eine schöne Grillmischung für Lamm, in dem Fall mit einem frechen Feta. Wenn ihr nicht habt, könnt ihr euch selber mischen oder Kofen Supporters Green Mord, macht da wie ihr wollt. Dann ein wunderschönes Stück Lammrücken, das ist praktisch so was hier. Du siehst schon hier oben die Rippen, also der Vorderteil vom Lamm und hier das Hinterteil. Hier unten sind sogar die Filets noch dran, hier unten siehst du die Lachse und hier oben jetzt praktisch schon diesen Lammnacken. Hier oben sind ein bisschen diese Schulterblätter, die noch rausgucken und oben diese Fettdeckschicht. Das Ding hat so ungefähr 2 Kilo, schönes Stück. Ein bisschen Öl brauchen wir noch und wie immer, wenn wir grillen, Scharfes Messer und ein Brett. Das, was wir hier machen, ist, dass wir hier ein bisschen so oben einritzen, diesen Fettdeckel, dass ich das Fett so ein bisschen lösen kann. Das mache ich immer so rautenförmig. Ach, ihr habt das schon mitbekommen als aufmerksamer Zuschauer. Darüber habe ich einen kleinen Fetisch, so Rautmuster, entweder Rind zu grillen oder Rind zu schneiden. Na, ihr kennt ja mein Drama. Und eigentlich auch nur so einmalig Schnitte reichen? Oder ist es wichtig, dass man das kreuz und quer einschneidet? Nee, du kannst so drin schneiden, wie du möchtest. Mach wie du willst, aber nicht wenn ich dabei bin, dann muss es sowas sein. Und wenn ich jetzt das Fleisch treffe, ist das schlimm? Nö. Nö, ist nicht optimal. Aber davon geht die Welt nicht unter. Ist ja nur grillen, wa? Und dann öle ich den von beiden Seiten so ein bisschen. Dann nehme ich jetzt einfach Rapsöl. Du musst ein bisschen Klebstoff dran haben. Und siehst du, hier haben wir so ein bisschen so Silberhäute dran. Lege ein Messer einfach her und ratsch die so ein bisschen auf. Dann siehst du schon, wie die sich zurückziehen, und wenn die jetzt heiß werden, sind die nachher fast komplett verschwunden. Genau so. Dann kommt als allererstes ein bisschen Salz drüber. Oben natürlich auch. Mal ein bisschen einreiben. Und dann kommt der hier, der freche Feta, immer rüber. Dann haben wir schon die Kräuter dran. Dann reiben das auch immer so richtig schön ein. Wenn ich jetzt einen Rapp habe, der schon Salz mit drin hat, weil der freche Feta hat ja nun kein Salz drin, dann brauchst du jetzt nicht noch Salz, nee, oder? Das wäre dann schade. Dann wird zu viel Salz dran. Wobei natürlich immer bei so großen Stücken, wenn du von außen salzt, kannst du sie an sich nicht, kannst du also nicht versalzen. Und nachher auf dem Teller wird man immer noch mal ein bisschen nachsalzen müssen. Das ist in der Natur der Sache. Und dann ist ja im Prinzip Grill fertig und wir können dann grillen. Grillen tut man ja über Feuer praktisch hier, und im Ofen habe ich ein Feuerchen drin, da habe ich jetzt eine Mischung aus Nadelholz und Buchenholz, und praktisch hier auf der linken Seite ist das Feuer, und ich lege die praktisch jetzt mittig dazu, dass wir so eine Mischung aus der Hitzestrahlung kriegen, ein bisschen von dem Rauch kann das abhaben, und Lamm ist ja sehr gutmütig, man sagt, man soll so Nadelholzrauch nicht rankommen lassen, wenn man das in der Mischung verwendet und offen ist, also nicht in einem Smoker, da braucht man da ja keine Angst vor haben. Und so legen wir das jetzt mal drauf, und dann werden wir das immer so alle 5 Minuten mal ein bisschen drehen, dass das schön langsam mit der Temperatur und dem Rauch von allen Seiten durchgart. Ich denke mal, so eine Kerntemperatur hier oben im Nacken, wenn wir da mal messen, wenn wir die so nachher knapp über 60 Grad haben, dann werden wir uns mal aus der Nähe noch weiter anschauen, wie lecker das dann aussieht. So, und mal wieder mal drehen, und du siehst, er hat schon schön Farbe bekommen, genauso muss das. Zieht sich so ein Stück weit zusammen, also er kriegt so ein bisschen so ein Hohlkreuz. Ja, und das ist ganz normal, muss man sich keine Sorgen machen. Legen wir wieder hin und lassen noch ein bisschen ziehen. Na, hier liegt da unser Freund, du siehst, Feuer ist immer noch links. Und jetzt rechts davon liegt unser Fleisch. Hinten war es schon ein bisschen mehr durch, vorne konnte noch ein bisschen mehr brauchen. Da habe ich es einfach so gelegt, dass praktisch das, wo noch ein bisschen mehr Hitze braucht, näher zum Feuer liegt und das andere ein bisschen weiter vom Feuer weg. Denke ich, relativ logisch. Oberseite sieht so aus. Würde sagen, sieht auch nach einem Grillversuch aus. Und dann würde ich sagen, nehmen wir den mal runter und schlachten den mal. Als allererstes naschigen wir mal so ein Stück Kruste hier runter. Rinn in die hohle Birne. Kann man machen. Und als zweites gucken wir unten runter. Guck mal, hier sind unsere Filetstränge. Hier mal gucken, dass wir die ausgelöst kriegen. Im nächsten Leben werde ich Metzger, dann kann ich das noch besser. Da ist der Filetstrang hier. Zack. Und schneid mir mal gleich so ein Stück runter. Auf euch. Sehr fein, schön rauchig. Dann schneiden wir hier oben mal den, lösen wir den mal aus, schön hier am Rückgrat runter. Und dann zack, hier auf den Rippen nach unten rutschend. Ganz genau kriegt man nicht hin, aber wir müssen nicht auf Akkord schneiden hier, sondern immer auf Normalschnitt. Zack, hier runter schneiden.
Und dann haben wir hier so ein schönes Stück von dem, von der Nackenpartie. Wenn man hier runterschneidet, guck mal, siehst du schon, super saftig, mega, so muss Lamm aussehen. Und ich nehme mal so ein Stück mit Deckel. Oh, herrlich. Mm. Saftig. Mm. Also, ich habe dir ja schon öfters erwähnt, aber so richtig saftig Fleisch ist halt mal wie eine Orange, wo man, ja, wenn man schneidet, wo es so richtig rauskommt. Normalerweise könnte es ja schlimm, wenn Leute so auf dem Fleisch rumdrücken, aber hier, ich nehme das mal hoch und habe schon abgeschnitten und mach mal hier. Siehst du, wie das rauskommt? Mm. Knüller. Also, aber wir werden jetzt in Ruhe dieses Stück Fleisch essen und wenn ihr mal so einen Lammrücken irgendwo bekommt und Feuer dann nicht habt, seht ihr, überhaupt nicht schwer, einfach mal drüber legen, ganz entspannt hin und her, nicht auf die Zeit gucken, einfach mal nur unter Kerntemperatur gucken, dass es außen von der Farbe her passt und dann wirst du glücklich. Da musst du nicht viel studiert haben, da brauchst du kein Abitur, da musst du Bock auf Grillen haben und da funktioniert das. Worüber ich mich immer freue, ist, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, ein wohlwollender Kommentar und ein Abo, von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue, macht's gut. So, und ich lass mal filmen, dann kommen die anderen nämlich nicht ran, während ich hier essen muss, traut sich mich keiner ins Bild.